Willkommen bei QVC Beauty, ich bin Reni und hallo erstmal auf der neuen Homepage. Ich hoffe, ihr habt euch bisher alle gut zurechtgefunden. Ich mache heute das erste Video und ich bin ganz gespannt. Es geht heute um den Pink Gel Coat von Perfect Formula. Und das ist ein Produkt, was wahrscheinlich einen Blick wert ist für alle Frauen, die brüchige Nägel haben und die gerne längere Nägel hätten und die gerne gepflegter aussehende Nägel hätten, ohne super viel Aufwand zu betreiben. Und ich habe ein bisschen Recherche hineingesteckt und ich habe festgestellt, dass dieses Produkt scheinbar sehr beliebt ist und einen großen Hype genießt. Also ein wirklich gelobtes Produkt. Natürlich gefällt es nicht jedem, das ist bei allen Produkten so, aber ich habe sehr, sehr gute Sachen darüber gelesen. Was das Produkt ist, ich zeige es euch einfach mal. Es kommt in einer sehr schönen Pappumverpackung und mir gefällt das Design sehr gut. Das trifft völlig meinen Geschmack. Es sieht so ein bisschen apothekenartig aus, finde ich. Also nicht so ein klassischer Nagellackbehälter, sondern so rustikal anmutend und apothekerartig. Ich mag solche Designs sehr gerne. Das ist eine Art Topcoat. Also er wird aufgetragen auf den nackten Nagel und dann wird er dort belassen für eine Woche und dann soll er wieder runtergenommen werden mit Nagellackentferner und dann kommt noch eine Schicht hinzu. Wenn der getrocknet ist, kann man auch noch eine zweite Schicht auftragen und auf der Verpackung stand auch, wenn man den Strong Nail Strengthening Therapy zuerst benutzt, dann kann man den hier oben drüber auftragen. Und das ist ein ziemlich breiter Pinsel, wie ich finde. Also er ist nicht gerade dünn. Und das ist sehr, sehr gut. Ich habe ihn aufgetragen auf der einen Hand und die andere habe ich so belassen, wie sie naturell ist. Und ich habe nicht sehr vorzeigbare Nägel, muss ich dazu sagen. Ich trage häufig Nagellack. Dadurch ist er verfärbt, der Nagel. Und er sieht oft gelblich aus. Und ich habe, also ich glaube, man kann es sehr gut erkennen. Das ist die Hand ohne Nagellack und das ist die Hand mit Nagellack. Nochmal in der Nahansicht, das ist die Hand ohne Nagellack, das ist die Hand mit Nagellack. Und ich glaube, man sieht einen deutlichen Unterschied. Und dieser Lack soll nicht nur stärken, sondern er soll auch den Nagel aufhellen. Und ich glaube, das ist so das, was man am eindrücklichsten sehen kann. Das Nagelweiß, finde ich, wirkt auch heller. Und im Vergleich merke ich eigentlich erst, wie gelblich der andere Nagel eigentlich ist. Also das fand ich wirklich beeindruckend. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so ist. Und es hat eine pinke Farbe, wie ihr sehen könnt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das arg pink ist und dadurch irgendwie nicht alltagstauglich. Aber wie ihr sehen könnt, es sieht recht natürlich aus und ich finde, es sieht auch irgendwie lebendiger aus. Was dieser Nagellack macht, ist praktisch eine dünne Proteinschicht oben aufzutragen und dadurch wird der Nagel sofort gestärkt und für die Umwelt, also der Umwelt gegenüber versiegelt. Und auch beschützt dann, damit der Nagel praktisch für sich weiter hinauswachsen kann. Das kann ich noch nicht beurteilen, ich hatte das Produkt noch nicht so lange. Aber wie gesagt, also die optische Aufhellung alleine, ich finde, man sieht es sofort, also man hat einen Soforteffekt. Ließ sich sehr gut auftragen, muss ich wirklich sagen, hat keine Bläschen geschlagen. Und man kommt mit dem Pinsel gut über den Nagel drüber. Und er ist auch eigentlich ganz gut getrocknet, also normalerweise brauche ich so ein bisschen länger, aber nach so 15 Minuten kann man da wieder Klavier drauf spielen und das hat mir gut gefallen. Also ich finde, die Performance ist auf den ersten Blick gut und optisch ist es wirklich ein Unterschied, was ich nicht erwartet hätte. Und es ist kein Knallpink auf den Nägeln oder so, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ein weiterer Punkt ist, dass hier 18 ml enthalten sind und die Nagellacke, die ich so kenne, die haben normalerweise 8 mit Glück 10 und einige haben auch 15, aber hier sind 18 ml drin. Also man bekommt schon wirklich viel Masse fürs Geld. Und eine Schicht hat eigentlich gut gereicht und ich bin super damit klargekommen. Ich musste auch nicht viel Nagellack nehmen, also der hat sich irgendwie so halb von selbst verteilt. Deswegen glaube ich, dass man da schon eine Weile was davon hat, wenn man es ausprobieren möchte. Ich finde, natürliche Nägel haben was sehr Weibliches und was sehr Elegantes. Und ich weiß ja, dass ich meine Nägel eigentlich unter Nagellack verstecke. Und ich bewundere eigentlich Frauen, die das gar nicht tun müssen, weil sie so auch so schöne Nägel haben. Ich habe mich übrigens mal umgeguckt bei QVC und es gibt von dieser Marke. Übrigens ist das, ich glaube, einer der weltweit größten Nagelpflegeprodukte-Hersteller. Also sehr eindrucksvoll. Es gibt auch Nagellacke, die eine eigene Farbe haben. Und die haben einen Instant Strength Technology, ich finde dieses Wort unfassbar schwer auszusprechen. Also da werden die Nägel auch gestärkt, auch mit einem normalen farbvollen Nagellack sozusagen. Hat man ja auch nicht immer. Also finde ich sehr, sehr spannend. Also schaut euch die Sache mal an. Ich muss sagen, der erste Auftrag hat mich wirklich beeindruckt und es sieht auch wirklich schöner aus im Vergleich. Hätte ich gar nicht erwartet. Vor allen Dingen, dass das Nagelweiß dann heller wirkt. Tut es nämlich eindeutig. Und ja.
Also so viel dazu. Das war das erste Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir lesen uns auf qvcbeauty.de. Ich bin ganz, ganz gespannt auf eure Meinung und auf eure Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.